herzlich willkommen in der Ohrwurmschneiderei. Normalerweise arbeiten wir im Geheimen. Viele wissen überhaupt nicht, dass es eine Ohrwurmschneiderei gibt. In unserem Stück geht es auch hauptsächlich um Ohrwürmer, wie wir sie verarbeiten. Wir sind schon sehr gespannt, wie es euch gefallen wird. Also wie sie zu euch gelangen, wie sie verschickt werden, die Produktionen. Zur Ohrwurmschneiderei kommen alle Lieder, die es auf der Welt gibt. Wir prüfen, ob sie Ohrwürmer werden können. Wenn ja, dann bearbeiten wir sie und schicken sie als Ohrwürmer zurück in die Welt. Und dass man einen ganzen Tag in der Ohrwurmschneiderei bleiben darf und gucken darf, wie wir Ohrwürmer verarbeiten und an die Welt schicken. Hier sind wir in der Zentrale, wo alle unsere Maschinen stehen, wo wir unsere Tests machen und von wo aus wir die fertigen Ohrwürmer zurück an die Welt schicken. Wir sind mit einem Probenwochenende gestartet, quasi so ein Kennenlernwochenende, wo die Kinder kommen konnten, gucken konnten, habe ich da Lust drauf, ist das was mich interessiert, ist es die Form von Theater, die mich interessiert. Ich habe die Kinder gebeten, zu diesem Kennenlernwochenende ein Lieblingslied mitzubringen oder ein Lied, was sie gerade viel hören, viel selber spielen, zu dem sie irgendwie eine Beziehung haben und dass das unser Ausgangspunkt ist, zu dem wir Material sammeln. Ich habe die Kinder gefragt, was sie toll finden an den Liedern, warum sie die mitgebracht haben. Und dann haben sie mir sie vorgesungen oder haben dazu getanzt. Und über dieses, was macht man eigentlich mit so einem Lied, sind wir auf die Ohrwürmer gekommen. Mein Lieblingsmoment ist ganz am Anfang, weil wir da eine Interpretation von dem Lied Bohemian Rhapsody machen und ich mag das Lied sehr. Okay, danke, ist eindeutig. Bitte in die Kategorie gut einsortieren. Ich hatte mir selber vorgenommen, gemeinsam mit den Kindern wirklich eine Geschichte zu erfinden. Also nicht von außen das reinzugeben, sondern das möglichst im Dialog zu gestalten. Desto mehr der Ohrwurm in Verbindung mit einem emotionalen Moment kommt, desto besser weist er sich fest. Die Herausforderung war dann wirklich, die Komplexität dieser Erfindung zu handeln. Oh ja, lasst uns eine neue Sommerurlaub auf dem Boot Erinnerung gestalten. Hey Leute, dafür habe ich den besten Wurm gefunden. Oh Mann! Ja, ich habe sehr oft einen Ohrwurm, aber auch sehr blöde Ohrwürmer, die ich gar nicht mag. Lieder, die ich gar nicht mag, aber dagegen kann man leider nichts tun. Stellt euch vor, wir sind auf einer Fähre auf dem Weg zur Fauninsel, um einen berühmten Musiker zu treffen. Plötzlich bemerken die Fahrerin, dass etwas mit dem Boot nicht stimmt. Das Boot ist kaputt. Sie ist schon mit der Boot ausgefallen. Was ist denn wichtiger, dein Leben oder deine Schuhe? Ja. Nass, aber glücklich kamen alle auf der Fauninsel an. Und die Musiker spielten schon voller Vergnügen. Mir macht am meisten Spaß, wenn wir Probenwochenende haben und wir dann den ganzen Tag proben, weil da können wir auch rausgehen und Eis essen. Meine Arbeitsweise hier mit den Jugendlichen ist eigentlich so, dass wir uns immer ein Thema nehmen und eine Idee haben für ein Projekt. Und dann wird aber ganz viel improvisiert, ganz viel ausprobiert. Und mit den Jugendlichen wird einfach ganz viel Material erarbeitet, was zum Großteil biografisch ist. Und dann schauen wir, wie wir ein Stück daraus basteln, was irgendwie Sinn macht und interessant ist. Das Schönste für mich ist, dass jeder von uns sich unterscheidet. Also
Jeder ist auf seine eigene Art besonders und wir sind wirklich alle sehr verschieden, aber dadurch ergänzen wir uns so gut. Aufwachen und Frühstück für meine Kinder machen, selber frühstücken, meditieren. Beten, frühstücken, rausgehen. Aufwachen, liegen bleiben, Musik hören, liegen bleiben. Hochschrecken, mir die Hände vors Gesicht lagen, keine Zähne putzen gehen, sondern direkt zur Schule. And trying to bring everything in one like Stück, it's really, really amazing and something really, really, really different from what others do. Das Oberthema des Projektes ist ja Rollentausch und bei den Jugendlichen ist das so, dass wir angefangen haben mit der Frage, wie leben die Menschen ihr Leben, wie lebe ich mein Leben, in welche Rolle würde ich gerne mal schlüpfen, wer wäre ich gerne mal. Was soll ich heute essen? Soll ich lieber gesund oder doch lieber ungesund frühstücken? Wenn ich gesund frühstücke, hätte ich mehr Energie für den Tag. Und tatsächlich, was sich so herauskristallisiert hat, ist, dass wir immer mehr auf das Thema Zeit gekommen sind. Wie investiere ich meine Zeit? Welche Entscheidungen treffe ich da und was macht das eigentlich aus mir? Hallo Leonie, kann heute leider nicht kommen. Bin sehr krank. Bis nächste Woche. Komme heute zu spät. Ich bin eine kleine Zu-Spät-Kommerin. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Leonie, es ist wieder in der Zeit. Ich bin zu lange pünktlich gekommen. Ich komme, glaube ich, zu spät. Also wie man schon in unserem Titel erfinden kann, es heißt Quality Time und wir haben Tagesabläufe anderer Menschen aus anderen Ländern gefragt, was sie machen. Wir haben probiert, alles in einem Stück zusammenzubekommen und wir haben sehr viel über die Zeit nachgedacht und auch wie wenig Zeit wir eigentlich haben, aber doch so viel Zeit. Dieses Jahr komplett selber gemacht von den Jugendlichen auf der Bühne und da wird viel gesungen, da wird auch viel Body Percussion benutzt, aber es werden auch Instrumente gespielt und der Atem wird benutzt, solche Dinge. Okay, also meine Lieblingsszene des Stücks ist die Rollkunstlaufszene natürlich, da ich es auch mache und ich denke, also sie gefällt mir besonders gut, da ich quasi wie so ein fliegender Gedanke bin. Also in der Mitte sitzen diese zwei Mädchen und haben Langeweile und ich bin um die herum und fahre. Und da sieht man eigentlich also Langeweile und Stress in einer Szene. Und das mag ich an der Szene besonders gerne. My favorite moment is when everyone like lay on the bed and we have to just bring out the music and it's really, really amazing. Like with the beats and the sound we make on the bed and you can just see everyone together and it's just a very lovely moment.